Na gut, da können wir uns auch noch mal kurz von unten angucken. Ja, wie gesagt, da So, fangen wir schon mal hier unten an. Ja, wie gesagt, da kommen dann noch außen so ein paar Verzierungen mit dran. Also, dass es jetzt nicht einfach nur so aussieht. Da sind noch schon ein paar Sachen geplant. Also sieht das ja jetzt erstmal dann nichts aus, ne? Das gebe ich ja zu. So. Das reicht ja niemals. Nicht mal ansatzweise. Ja, und hier mindestens in diesem Winkel soll auf jeden Fall dann auch das Gebäude, in das diese Windmühle quasi integriert ist, abgehen. So in etwa war das geplant. Oh. War das geplant? Ja, sehe ich schon. Das hier muss auch noch weg. Ach, ist eh kaputt. Anderes Holz brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Dort kommen noch so Stützstreben, also so verkehrt rum Treppen mit dran, dass das quasi so aussieht, als ob das gestützt wird. Das dort oben wird noch ein bisschen weiter ausgebaut. Das soll das werde ich wahrscheinlich hier noch so drüber gehen lassen. Dort soll, dass es quasi aussieht, wie als ob dort die ganze Mechanik drin wäre, um das Windrad zu drehen. Und nach hier raus, quasi hier raus, soll dann die werden dann die Flügel stehen. Und die werden aber, wie gesagt, nur horizontal und vertikal hier und hier. Nie irgendwie schräg, weil das ist einfacher, wenn man die wirklich so gerade runterlässt. Das ist einfacher, die Dinger dann zu designen, möchte ich mal sagen. So. Mal sehen, vielleicht rupp ich hier auch nochmal die eine oder andere Ebene raus und mache da einen anderen Stein mit rein. Aber ich denke mal, wenn das hier so alles fertig ist, wird das ganz gut aussehen. Wir brauchen nur auf jeden Fall noch anderes Holz. Das ist schon mal sicher, aber glücklicherweise haben wir ja genug. Also Holzarten meine ich natürlich, wir haben genug Holzarten, die wir dann nutzen können. So, das muss weg. Ja, da kommen auch noch Fenster rein und sowas. Und wie gesagt, dieser Rundumgang, den muss ich dann noch gleich mal... wo ist denn... So, hier ungefähr wird der Gang sein, wo man drum rumrennen kann um das ganze Ding. Jetzt muss ich ja mal kurz gucken, was haben wir? Nee, Holz. Ah, wir müssten da noch einiges an Holz haben. Ja, wenigstens hier der eine Stack. Das nehme ich nur mit. Die Holztreppen nehme ich auch mal.
Ja, und dann ist natürlich auch noch die Frage, wie man die Innenausstattung dieser Mühle dann auch noch vorantreibt. Aber da muss man dann echt schauen. Das kommt später. Erstmal muss sie ja von außen ganz brauchbar aussehen. So. Ach, vollkommen falsch hier. Weg, 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 weg. So. Welche epische Baumusik, die überhaupt gar nicht dazu passt. Konzentration hier. Jetzt wieder hoch. Alter. So, oh Gott. Ah, gut, okay. Bin ich quasi einmal rum. Und hier werde ich die Dinger hier so stützenmäßig anbringen, so. Dass diese Dings dann davon quasi getragen wird, so soll das aussehen. Das mit dem Runterfallen nervt allemal trotzdem. Schon wieder. Naja, egal.
So, das macht man dann aus. Achso, Moment, sind die dort vielleicht als. Nee, genau, dort oben drauf kommen dann hier Halbstufen. Die kommen dort lang, einmal drumrum, zwei tief. Das reicht dann, glaube ich, auch als Dings, dass es nicht zu übermächtig aussieht. Ne? Ich glaube, das passt dann so schon. Ah, meine Runde pennen. Um den Kasten muss ich weiterziehen. So, ich rede jetzt wie gesagt gerade ein bisschen weniger, aber deswegen kann man so ein bisschen Konzentration hier reinbringen. Wobei das ist jetzt hier nicht so wirklich, aber ja, ihr wisst schon. So, 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 so. So. Hä? Wie habe ich denn den dahin platziert, Mann? Missgeschicke muss ich dann noch beheben. Moment, so. Hier kann ich ja eh erstmal nichts hinbauen.